ganzen Themen sind auf die Weise eigentlich mit dem Tauben. Und was inzwischen auch ganz gut funktioniert, ist, wir haben die Flasche an der Stelle eigentlich genau. fast unter. Da, wo sie gar nicht auffällt. Ja. Ja, aber das stehen wir auch durch. Das haben wir eigentlich in den meisten Projekten gewonnen, die Ecke. Und Paldao, diese Holzart, ist halt, lebt halt davon, dass wir hier eine horizontale Ausrichtung haben. Mhm. Das passt halt wirklich auch zur Bauteige. Die Besonderheit, das sieht man ja auch hier, die Offenporigkeit in der Oberfläche, relativ schwierig zu erreichen. Direkt rein und haben dann einfach auch eine perfekte Abstimmung zwischen. Okay. Zu kurz, das kann man ungefähr so machen. So. Das ist Räder. Das ist hast du das jetzt hier schon mal ausgezählt? Ja, genau. Und ich würde halt hier auch gerne so einen Phasendruck ziehen. Auch einfach damit wir den Ball so ein bisschen einbetten. Dann haben sie dann irgendwie ein sauberes Bild ergeben. Und das passt jetzt hier schon so für dich? Also, ja, also so könnte ich es mir auch gut vorstellen. Okay, Abschluss. Ja. Ich kann vielleicht nochmal einfach den Schnitt jetzt hier mit Größe vorstellen. Ja, also wichtig sind wir. Ja. Das finde ich auch super. Man sieht es ja auch, das ist auch mal wichtig, dass es der Fingerwechsel hier und der Handwechsel hier auch. Das ist jetzt alles aber sehr gelöst. Ja, wir haben es jetzt hier schon mal umgesetzt, wenn du dir auch die Zahlen, die alten mal anguckst. So, auf jeden Fall, dass wir das gleich anmachen, jetzt mal die Restzahl wieder zu wiederholen. Das ist repräsentativ. Das. Oh, da kommt man immer wieder sehen. Haben und dann eigentlich geguckt haben, wie so detektiv eigentlich, was ist jetzt eigentlich die Geschichte, die das, da kommst du mit. Könnte man noch vielleicht einen Tape legen, unten da, wo diese blaue jetzt rumeilt. Ach, die blaue noch mal drauf? Nö. Ja, pass mal auf, ich mach mal.
sagst, ihr kann nicht alle immer einen geben und muss was erzählen und das muss der einfach. Einfach viel voller drüben, als er hier ist. Das ist genau. Also wir müssen aufpassen, dass diese Flachstelle nicht da ist, sonst sieht es sehr eingefallen aus. Weil wir haben links und rechts eine schöne Anformung. Deshalb müssen wir gucken, dass die halt auch irgendwo aus. Ich denke, das haben wir sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Auch die Halle jetzt hier rüber, über den Kotflügelbereich. Bis zum Radienanlauf halt parallel laufen und dann müssen wir halt einfach nur die Fugu optisch aufmachen, Fahrzeug außen. Ob wir hier noch diese leichte Strukturierung drin haben. An der komplett Naht. Gibt es ja noch die Differenzierung noch aus dem Lederpad. Ansonsten ist dieser innere Bereich und der äußere Bereich, da wird das halt das Thema DAX lernen. Da sind wir radienmäßig an der Grenze hier bei dem. Richtig, und auch hier um die Schraubkalotte sind wir hier enger. Ja, wir haben leichte Radien drauf. Und hier sind es halt richtig ist, große. Ist das Radien. Ziel, dass die. Thank you.
In dem Dings hier stellen wir nichts um. Und dann Thank you.
Löffel zum Mond. Dankeschön. Thank you.
Matrunkel wird sich jetzt schon zu Ort anmachen.